Da ist er wieder. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Vor 3 Tagen haben wir den Fukien-Tee gegossen und gedüngt bei 600 Mikrosiemens. Er ist soweit, dass er wieder Wasser braucht, dieses Mal nach 3 Tagen schon. Davor warst du in der Regel bei 5 Tagen etwa. Woran liegt das? Ganz einfach, er ist gewachsen, verbraucht dementsprechend natürlich auch mehr Wasser. Logisch, denke ich mal, dass man das so verstehen kann. Ne? Mehr Blätter, mehr Wachstum, dementsprechend mehr Wasserverbrauch. Auch heute werden wir ihn kräftig gießen, nicht düngen. Mit reinem Wasser gießen wir heute und dann lassen wir ihn einfach weiter wachsen. Ich frage mich gerade allerdings, ob ich ihn mal... Nein, frage ich mich nicht jetzt erstmal nicht, sonst bringe ich euch ganz durcheinander hier. Pass mal auf, wie gesagt, kräftig durchdringen, gießen, so lange bis Wasser unten rausläuft. Und dann ist er für voraussichtlich 3 Tage wieder versorgt. Ne? Also schon interessant anzusehen, wie die Pflanze sich jetzt entwickelt, auch in der Pflege, ne, dass man das so mitnehmen kann. So, wir haben 2 Stecklinge gemacht von dem Fukien-Tee. Von dem Bonsai. Jetzt hatten wir ja nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Und von da habe ich die kleinen Stücke, die wir hatten, das waren 2, hier in den Becher hineingestellt. Da tut sich bis heute gar nichts. Aber wissen ja auch, bei manchen Pflanzen dauert es sehr lange, bis sie Wurzeln machen. Jetzt haben wir das Schätzchen hier, oder die Schätzchen, die Punica Granatum Nana, hier in den Steinwollwürfeln. Ne? Wir sehen, wir wissen jetzt schon, dass es da tatsächlich besser funktioniert, Pflanzen drin bewurzeln zu lassen. Ob das jetzt bei allen Pflanzenarten so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nicht alle ausprobieren. Ne? Aber hier haben wir es einfach mal gemacht und wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt in dem Sinne. So, das heißt, ich werde auch diese Stecklinge von dem Fukien-Tee jetzt mal in einen Steinwollwürfel packen, um mal zu gucken, ich habe da keinen Vergleich. Wir machen es einfach, weil wir sehen, dass es hier zumindest besser funktioniert. Ne? Okay, vorab werden wir jetzt ein paar kleine Updates sehen von der Entwicklung einiger Pflanzen. Und anschließend werden wir, mal gucken. Ich will mal lieber nicht zu viel versprechen, weil das hängt ja auch davon ab, wie viele Updates ich jetzt hier zusammenbastel. Ne? Und dann werden wir mal gucken. Woran das jetzt liegt, dass die Stecklinge hier tatsächlich besser bewurzeln, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch raus. Nährstoffe können sie nicht sein. Pass mal auf. So, wobei ich gleich mal nachmessen kann. Hier waren sie jetzt drin bis heute. Ne? Das hat ganz gut soweit funktioniert. Sie sind tatsächlich noch grün. Ne? Also das ist okay soweit. So, ich habe hier schon mal ein Loch reingemacht. Das heißt, in der Mitte ist ja so ein ganz kleines Loch. Ne? Das machen wir einfach nur ein bisschen größer, dass wir die Stecklinge dort auch hineinbekommen. Dann nehmen wir es jetzt einfach mal hier heraus und stecken sie hier hinein. Tja, mal gucken, ob das dann besser geht, ne? Wollen wir abwarten. Ja, wobei, wie gesagt, ich habe dann natürlich jetzt auch keinen Vergleich in dem Sinne, ne? So, okay, dann gießen wir das Ganze an, bis es voll ist. Das ist schon genial, ne? Was so möglich ist in dem Sinne. Gut volllaufen lassen, dass der Steinbauwürfel so bedeckt ist. Tja, und lassen uns überraschen, was dann daraus wird. Jo. Schauen wir mal, ne? So, ja, hier müsste ich jetzt auch langsam, weil hier geht's noch. Hier mal gucken. Ja, müssen wir langsam mal die Wurzeln wieder zurücknehmen, ne? Dass die wirklich wunderschön direkt hier im Steinwollwürfel bleiben oder am Steinwollwürfel so nah wie möglich. Denn ist natürlich eine coole Sache, ne? Wenn du solche Pflanzen hast und kannst du dann dementsprechend, auch, wie soll man es sagen, ne? Weiterreichen auf die Art und Weise. Ist schon eine geniale Kiste, also alter Schwede. Mann, Zufall, ne? Zufall, immer wieder Zufälle. Einfach machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. Okay. Irgendetwas ist in den Steinwollwürfeln drin. Wir haben hier 165 Mikrosiemens. Ich habe noch nicht gedüngt bis heute. Es ist ja auch nur verwunderlich eigentlich, dass im reinen Wasser die Blätter so grün geworden sind, ne? Ohne Mangelerscheinung in dem Sinne. Was da jetzt tatsächlich drin ist, da kannst du mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Ich kann nur messen, das was drin ist, aber was drin ist, weiß ich nicht. So, mal hier mal gucken, hier haben wir ja gerade erst Wasser reingefüllt. Ja, haben wir schon 80 Mikrosiemens. Das heißt also, irgendwas geben die Steinwollwürfel ab. Was es ist, ich kann es nicht. Also dann müssen wir jetzt einen Chemiker zur Hand nehmen, der uns die Steinwollwürfel mal auseinanderklamüsert. Es ist aber irgendwas drin, scheinbar was den nicht bewurzelten Stecklingen gut tut. Ne? Also das ist schon mal genial, dass wir das jetzt erstmal so mitnehmen. Hm? Mal gucken, was wir irgendwann rauskriegen. Ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich habe es auch noch nie nachgemessen, weil es ist jetzt das erste Mal, dass wir dieses Projekt zufälligerweise in dem Sinne einfach mal gemacht haben. Nehmen wir heute so mit. Ne? Also für alle, die das verfolgen, die haben jetzt natürlich Glück gehabt. Für alle anderen, weiß Bescheid. Okay, also das ist schon mal eine interessante Geschichte.
Ja, das heißt also im Klartext, ich werde auch jetzt erstmal nicht mehr düngen. Erstmal nicht düngen in dem Sinne. Okay, das nehmen wir so mit. Trotz alledem, interessanterweise auch, ist ja also noch keine Algenbildung. Ne? Ja. Okay, nehmen wir jetzt einfach so mit, lassen wir so stehen, mal sehen, was das in Zukunft uns bringt. Ob wir jemanden finden, der uns für uns das herausfinden kann. Natürlich kann man theoretisieren in dem Sinne. Ne? Ja, aber Wissen ist dann doch Macht in dem Sinne. Okay. Ja, wer das Wissen hat, der hat die Macht. Weiß Bescheid? Okay. Die Litschi. Oh, ich bin auf der Jagd. Jeden Tag gucke ich im Geschäft, ob wir irgendwo Litschis finden. Ich habe keine mehr gefunden bisher. Aber die Zeit müsste jetzt eigentlich sein, dass es die Früchte gibt. Von daher werde ich weiter Ausschau halten, denn das sind so geile Pflanzen. So, hier sehen wir jetzt die Älteren. Ne? Die sind jetzt drauf und dran, dass die Blätter, die vor kurzem herausgewachsen sind, grün werden. Es dauert eine gewisse Zeit, die reifen aus und irgendwann fangen sie dann wieder an auszutreiben. Hier haben wir jetzt die letzte Anzucht im Prinzip, die wir gemacht haben von den Litschis. Richtig cool am Wachsen. Das sieht so genial aus. Auf. Ich drehe das mal ein bisschen. Da müsste eigentlich noch einer sichtbar sein. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so im Bild hinbekommen. Und zwar hier, da vorne, da kommt jetzt der dritte heraus. Ein bisschen klein, ne? Kann man nicht viel sehen. Kriegt ihn noch ein bisschen näher ran. Kleines bisschen, ja, da unten sieht man ihn, ne? Da ganz, ganz klein. Hier vorne, da kommt der heraus. Der dritte. Ja, so, das hat auch wieder wunderbar funktioniert. Das ist so eine geniale Sache. Und damit wir halt neue Experimente machen können, brauchen wir noch mehr Pflanzen davon. Das ist ganz logisch, ne? Denn dann können wir auch tatsächlich mal gucken mit Düngern, wie weit wirklich das Maximum ist, wann die Pflanzen das gar nicht mehr mögen oder wie weit das halt dementsprechend noch okay ist oder wie sie am besten wachsen, auch mal mit anderem Wasser und so weiter und so fort. Testen, ne? Einfach ausprobieren, das ist ganz wichtig. Nun ja, wie es geht, wissen wir schon. Wie es vielleicht besser geht, können wir dann erfahren, wenn wir einfach mehr verschiedene Pflanzen haben von denen, ne? Auch in verschiedenen Wachstumsstadien in dem Sinne. Von daher. Ja, so, pass mal auf. Ich lasse das erstmal so stehen, einfach nur weil es schön ist. Die Litschi. Doch, nochmal ganz kurz, damit wir es mitnehmen. Bei den Litschis habe ich gerade nachgemessen, sind wir jetzt bei 400 Mikrosiemens. Also hier halten wir wirklich die Konzentration sehr gering, weil sie halt empfindlich sind. Hier haben wir noch gar nichts in dem Sinne. Hier ist reines Wasser drin, noch nicht aufgedüngt. Wir warten auch noch, bis die Pflanzen uns das im Prinzip zeigen oder aber bis die Samen selber hier kaputt gehen. Weil dann ist natürlich Zeit zu düngen, weil die Pflanze nirgendwo mehr irgendwas herkriegen kann. Dann ist tatsächlich an der Zeit. Und bis dahin sind sie auch schon gewachsen und wie gesagt, beobachten. Ganz, ganz wichtig und nicht zu viel düngen. Aber wer weiß, vielleicht vertragen sie auch mehr. Aber ich möchte das jetzt bei diesem Schätzchen nicht machen, weil es ja läuft. Ne? Wenn etwas läuft, dann lass es wie es ist. Besser ist es. Okay. Unsere Sternfruchtbäumchen-Anzucht in dem Sinne hier im Kondenstrockner Wasser. So, am 19.8. haben wir das Ganze gestartet mit Wasser aus dem Kondenstrockner, wohlgemerkt. Ne? Immer auch damit immer nur nachgefüllt. Nicht gedüngt hier im Wasser, ganz wichtig. Damit sie Wurzeln machen. Vor kurzem am 20.9., nee, 28.9. haben wir den ersten herausgeholt, der schon Wurzeln gebildet hatte, und den haben wir hier hineingepflanzt in das Vulkatekakteen Premium Substrat. Den muss ich heute gießen. Ja, womit gießen wir? Weißt du es? Na logisch, nicht wahr? Mit Wasser vom Kondenstrockner. So, ich gieße das jetzt einfach mal hier unten in den Untersetzer, ohne dass ich mir hier irgendwie was plüdere in der Hoffnung. Ne? Also das können wir ruhig volllaufen lassen. Das kann ruhig hier im Anstau stehen, ne? Ganz wichtig. So, und wenn nach wie vor das Ganze nur mit diesem Wasser gießen, um es dementsprechend fortlaufend beobachten zu können bei der Pflanze. Und wenn gedüngt wird, dann dementsprechend auch mit diesem Wasser natürlich, logischerweise nicht. Aber heute düngen wir noch nicht, wir warten noch ein bisschen. Mal sehen, wann wir das erste Mal machen. So, und jetzt hat sich gezeigt, dass tatsächlich auch hier sich Wurzeln bilden. Ne? Hier, bei dem kann man das sehr schön so schon sehen. Hier vorne ist eine Wurzel. Ich versuche das mal zu drehen. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, ich denke, man kann es erkennen im Hintergrund. Ne? Auch dort bilden sich im unteren, diese weißen Spitzen unten drunter, jetzt tatsächlich Wurzeln. Also bewurzeln auch sie jetzt. Hat etwas länger gedauert als bei dem einen. Aber so ist das. Ne? Der eine will schneller, die anderen später. So, wie gesagt, 19.8. haben wir sie hier reingestellt. Und heute fangen dann dementsprechend die anderen auch an, Wurzeln zu machen. Heute ist, glaube ich, der 5.9. Ja, ich glaube, ja. Ne? Okay, können wir weiter beobachten, wie es damit weitergeht hier. Bis jetzt sieht das Pflänzchen okay aus, würde ich sagen. Also, ja, gut, Licht ist ja gerade ein bisschen helle, aber ansonsten mal eben auf die Schnelle. Die Bonsai-Chili, so schauen sie aus. Am 26.09. haben wir sie hier hineingepflanzt mit Wurzelschnitt.
Auch einen sehr kräftigen Wurzelschnitt, wer das gesehen hat, nicht wahr? So, ja, so schauen sie aus. Letztes Mal haben wir sie gedüngt mit knapp 1000 Mikrosiemens, etwas über 1000 Mikrosiemens. Sie haben sehr gut verkraftet. Ich habe sie dann gestern danach also nochmal gegossen mit reinem Wasser. Das heißt also, nächstes Mal werde ich sie wieder gießen mit reinem Wasser. Das heißt heute. Untersetzer ist trocken. Habe ich denn die Gießkanne jetzt hier stehen? Nein, die steht da hinten. Also werde ich sie gleich gießen. Warte mal, hier ist die andere, die große. Nehme ich die große. Ach, siehst du wohl. Geht auch. Ne? Wie gesagt, so lange, bis wirklich Wasser im Untersetzer drin steht. Läuft? Ja, läuft schon durch. So, ne? Und das heißt, noch einmal werden wir sie gießen, dann dementsprechend in voraussichtlich 2 Tagen oder 3 Tagen. Und danach werden wir sie wieder düngen. Ne? Dass wir das mal so mitnehmen können. Sie haben eine kräftige Farbe. Kriegt ihr nicht mehr hoch hier? Kräftige Farbe, das ist okay. Ne? Aber die verbrauchen allerdings auch sehr viel Wasser. Ja, sie werden stark wachsen jetzt anfangs, in der Hoffnung, dass sie später langsamer wachsen, das Ganze durchwurzelt ist. Ne? Ist noch ein Experiment. Mal gucken, wie das damit weitergeht. So kann ein Sternfruchtbäumchen später mal aussehen. Ich drehe das mal ein bisschen, dass wir das sehen können, denn wir müssen heute etwas machen. Vielleicht kannst du es jetzt auch selber schon erkennen, was wir hier machen werden gemeinsam. Denn das ist ganz, ganz wichtig, da die Pflanze versucht, das Wachstum ja ganz woanders hinzulenken, als es eigentlich soll. Wir zoomen das mal ein bisschen näher ran. Gucken, wie weit wir da reinkommen hier. Aber das sieht auch gut aus, ne? Siehst du wohl, kannst du schon erkennen. Und zwar hier. Pass mal auf, ich nehme mal eben die Blätter an der Seite. Hier sehen wir einen Austrieb, der direkt aus der Achsel hier rauskommt, nach oben wächst. Und das ist tatsächlich der Trieb, den der Baum sich ausgesucht hat, um wieder als Baum zu wachsen, ne? Also groß zu werden in dem Sinne. Das heißt, den müssen wir jetzt auf jeden Fall entfernen. Wir gucken, ob ich das jetzt so hier hinbekomme. Da müsste eigentlich klappen. Ne? Zack, siehst du wohl. So, das war jetzt ganz wichtig. Denn wie gesagt, ansonsten würde dieser Trieb dominant als Baum wachsen wollen. Ne? Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier einen Bonsai haben, der sich nach und nach entwickelt. Von daher ist das jetzt notwendig gewesen. Ja, mal sehen, ob wir dann wieder weiter eingreifen hier gemeinsam. Im Moment lassen wir den Rest erst noch wachsen, okay? Nein, 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 auf keinen Fall. Natürlich schmeiße ich den nicht weg, den wir jetzt abgeschnitten haben. Ich habe ihn tatsächlich wieder ins Wasser gestellt. So, damit wir auch damit vielleicht mal andere Experimente machen können oder mal gucken. So, wie sieht das denn jetzt mal gucken, ne? Wie sieht das denn jetzt mit den Wurzeln aus? Hier, das kann man immer sehr schön beobachten. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Die können wir auch bald wieder abmachen. Muss man nicht zwingend. Ne? Nun ist aber hier so, ich möchte, dass sie im Topf bleiben, die Wurzeln, und nicht hier ins Wasser hineinwachsen und der Baum sich komplett darüber versorgt, weil dann bekommt er nämlich das Optimale in dem Sinne. Das möchte ich eigentlich nicht, denn ich möchte ihn im Wachstum etwas gedrungener halten. Das heißt, ne, nicht lange labern, weiß Bescheid. Komm, ziehen wir einfach die Wurzeln, die er jetzt neu gebildet hat, einmal ab. Damit, wie gesagt, er sich nicht zu gut versorgen kann, das soll er nicht. Er soll ja nicht kräftig wachsen. Ne? Von daher achten wir darauf, dass wir das ab und zu mal abnehmen. Ansonsten musst du das natürlich nicht machen. Ne? Für normale Pflanzen in dem Sinne. Also wenn du jetzt keinen Bonsai von machen möchtest. Ne? Wenn du wachsen lassen willst, dann lass die Wurzeln einfach wachsen. So sieht er jetzt aus. Ja, ich würde sagen, ich mache erstmal Feierabend. Für heute auf jeden Fall. Ja doch, ich muss noch ein paar andere Sachen gleich machen. So, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ach siehste, den wollten wir ja eigentlich machen. Mache ich im nächsten Film. Weil jetzt, das wird dann doch den Rahmen jetzt sprengen. Denn bis wir den auseinandergenommen haben und alles und hast du nicht gesehen, ist dann doch ein bisschen mehr Aufwand. Und von daher machen wir das separat nochmal. So, irgendwas habe ich ja vorhin gehabt. Deswegen bin ich gerade durcheinander jetzt hier. Irgendwas Wichtiges war noch. Oh je, naja. Wird wohl nicht so wichtig gewesen sein, wenn man es vergessen hat. Ne? So, pass mal auf. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen hier. Und ich filme sowieso weiter. Ne? Von daher ist das hier eigentlich auch egal. Pass mal auf. Es ist einfach nur schön anzusehen, was man mit diesen Sternfruchtbäumchen machen kann. Ne? Das ist also richtig genial. Vor allen Dingen hier in dieser Selbstbewässerung. Das ist einfach nur so cool. Du hast so wenig Aufwand, Pflegeaufwand in dem Sinne, deswegen läuft es ja auch hier so gut, weil wir das alles ein bisschen umgestellt haben. Wobei noch einige Pflanzen in andere Töpfe wandern müssen von der Chuza mit der Zeit, damit es noch einfacher für mich wird hier. Ne? Logischerweise, wir wollen ja auch ein paar andere Sachen noch machen, neue Sachen, und da muss ich dann ein bisschen weniger Aufwand haben in der Pflege in dem Sinne. Ne? Von daher, okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.